Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Ja, heute mal nicht zu Fellner Live. Wir haben dem Chef den Sendeplatz weggenommen, aus gutem Grund, denn heute ist der Weltfrauentag und da sollen auch Frauen bei uns im Studio das Sagen haben. Umso besser natürlich, dass sie sich Zeit genommen hat. Juliane Bogner-Strauß, Frauenministerin, herzlichen Dank, dass Sie gerade heute am Weltfrauentag auch noch Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen. Das freut mich sehr. Danke für die Einladung. Sie haben heute schon einen ordentlichen Marathon hinter sich gelegt. Ist das irgendwie so einer der stärksten Tage im Jahr der Frauenministerin, der Weltfrauentag? Ist das aufgelegt, dass man da überall andanzen muss? Also im Grunde genommen sind es die stärksten Wochen, das muss man wirklich so sagen. Aber ich sage ja immer, es ist schön, dass wir den einen internationalen Weltfrauentag haben. Aber in Wirklichkeit bräuchte man noch 364 weitere Frauentage im Jahr. Dann könnten wir uns die ganzen Themen übers Jahr hinweg vornehmen. Und wir würden vor allem noch mehr in die Schlagzeilen kommen. Es gibt ja viele kritische Stimmen auch am Weltfrauentag, die irgendwie sagen, so weit ist es also gekommen, wir brauchen einen Weltfrauentag, um daran zu erinnern, dass wir Frauen gleichberechtigt sein sollen, dass wir Chancengleichheit haben sollen. Das sind so große Schlagworte, die wir seit Jahren immer wieder im Raum stehen haben. Eigentlich müsste es auch schon so weit sein und man müsste das schon leben, aber noch ist es lang nicht so weit, oder wie Sie sehen? Ja, das möchte man meinen. Wir haben seit 100 Jahren das Frauenwahlrecht, wir haben seit 40 Jahren das Gleichbehandlungsgesetz. Seit 100 Jahren wird gleicher Lohn für gleiche Arbeit gefordert. Aber es gibt noch viel zu tun. Wir haben eine Lohnschere von 20%. Und das heißt, wir sind einfach noch nicht bei der Gleichberechtigung angekommen. Wir haben natürlich auch ein bisschen die Österreicherinnen und Österreicher gefragt, ja, wie Sie denn gerade jetzt am 8. März zu dem Thema Frauentag stehen. Und haben unter anderem gefragt, ob denn die Menschen an Chancengleichheit glauben. Das Ergebnis war ein bisschen verwunderlich, denn 65% aus dieser Umfrage haben gesagt, nein, Sie denken nicht, dass die Chancengleichheit gegeben ist. Tut Ihnen das ein bisschen weh, wenn Sie so ein Ergebnis hören? Fühlen Sie sich da irgendwie herausgefordert, mehr zu tun? Genau, das ist es. Ich fühle mich da ermutigt, mehr zu tun. Und wir wissen ja, dass es einfach noch nicht die Gleichberechtigung gibt. Ich habe jetzt schon gleichen Lohn für gleiche Arbeit erwähnt. Auch wenn wir in die Pensionsschere schauen, Frauen kriegen in Österreich 40% weniger Pension als Männer. Das heißt, wir sind wirklich aufgefordert, die Politik, ich in ganz im Besonderen als Frauenministerin, hier Frauen zu ermutigen, Frauen auch zu sensibilisieren, dass es einfach andere Wege geben muss, damit wir eben diese Lohnschere schließen, damit wir die Pensionsschere schließen. Das klingt immer so leicht, aber dann irgendwie in der Praxis umgesetzt ist es ja doch nicht so ein ganz großes Thema, auch immer wieder Ihr Budget. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem, ich sage das jetzt mal frech, Mickey Maus Budget, was Sie da irgendwie bekommen haben vom Bundeskanzler? Da könnte man doch ein bisschen mehr auf den Tisch hauen und sagen, Sebastian, mach's Geld da schnell auf, wir brauchen mehr wie Mädels. Natürlich werde ich darum kämpfen, dass es in Zukunft mehr Budget gibt. Es gibt ja wirklich schon seit 2011 das gleiche Budget. Wir haben uns voriges Jahr darum bemüht, einen Teil des Budgets in Richtung Gewalt und Opferschutz umzuschichten. Ich glaube, das war auch der richtige Weg. Das haben die Frauenmorde letztes Jahr gezeigt und auch heuer leider eine tragische Häufung von Frauenmorden. Ich habe mich heuer schon dazu bekannt, dass es auch im Jahr 2019 zusätzliches Frauenbudget geben soll. Das werden so um die 500.000 Euro sein. Aber eines muss man schon sagen, dieses Frauenthema, auch das Gewaltthema, das sind ressortübergreifende Themen. Es kommt Budget aus dem Justizministerium, es kommt Budget aus dem Außenministerium, es kommt Budget aus dem Innenministerium. Das heißt, ich sehe hier wirklich alle Ministerien gefordert in Richtung Chancengleichheit und auch für die Frauen etwas zu tun. Also das heißt, Sie sehen schon auch ein bisschen ein Nachsehen bei anderen Ministerien, dass die womöglich zu wenig tun, insbesondere eben auch das Stichwort Frauenmorde, was Sie jetzt selber gerade ins Spiel gebracht haben, unter anderem von der SPÖ Heinisch Hossig fordert, dass Sie eine Kommission einsetzen sollten, die diese Lücken im Opferschutz umfassend aufklärt. Warum gibt es diese Kommission noch nicht oder ist das jetzt einfach Oppositionsarbeit, dass man da jetzt irgendwo sucht, wo man mal ansetzen kann? Also ganz ehrlich verstehe ich diesen Vorwurf überhaupt nicht. Wir haben letztes Jahr die Taskforce ins Leben gerufen. Wir haben hier ein riesengroßes Maßnahmenpaket geschnürt. Gemeinsam mit Caroline Edtstadler habe ich das auch präsentiert. Mir liegen da einige Dinge besonders am Herzen. Zum Beispiel bundeslandübergreifende Frauenhausplätze. Ja? Oder auch Übergangswohnungen, wo die Frauen dann aus den Frauenhäusern raus können in Wohnungen, um wieder Fuß zu fassen. Manche fühlen sich irgendwie dazu gezwungen, wieder zurück zum Täter zu gehen. Und das wollen wir auf keinen Fall. Und die Frauenhäuser sind auch oft überbelegt, weil die Frauen keine Übergangswohnungen finden. Was ich mit Fassmann gemeinsam für die Zukunft ins Leben gerufen habe, ist eine flächendeckende
ein Unterricht, ein flächendeckender in Richtung gewaltfreie Beziehung. Ja? Was ist Gewalt? Wo fängt Gewalt an? Es gibt ja nicht nur körperliche Gewalt. Wir haben psychische Gewalt, wir haben ökonomische Gewalt. Ich glaube, da muss man schon bei den Kindern ansetzen, um denen zu vermitteln, stopp. Hier darf es keinen Schritt weitergehen. Und ich glaube, hier haben wir ganz viele Maßnahmen gesetzt. Und auch was die Opfer- und die Täterarbeit angeht, ja, nicht nur in Richtung Opferarbeit, sondern auch in Richtung Täterarbeit. Es ist so, wenn Männer von einer Wegweisung betroffen sind, dann gab es bis jetzt keine Verpflichtung zu einer Beratung. Mhm. Jetzt haben wir uns dazu entschieden, dieses Window of Opportunity zu nutzen, das ja nur ein paar Tage dauert nach der Gewalteskalation. Und diese Männer müssen jetzt in eine Beratung. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Sie haben jetzt wahnsinnig viele Punkte gebracht. Bei einem würde ich gerne bleiben. Ihre Amtskollegin Margarete Schramböck hat heute gesagt, sie ist für eine bevorzugte Wohnungsvergabe an Gewaltopfer. Wie stehen Sie dazu? Ist das eine gute Idee? Also ich finde, das ist eine großartige Idee. Wir haben ja bereits gemeinsam darüber gesprochen, deshalb ist es auch dazu gekommen. Wir haben nämlich das Thema, dass wir zu wenig Übergangswohnungen haben in den Bundesländern für diese Frauen. Und wir haben uns überlegt, wie können wir hier mehr Übergangswohnungen schaffen. Und da geht es ja um gemeinnützigen Wohnbau. Und wenn wir das gesetzlich verankern, dass es Übergangswohnungen gibt für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, dann tun wir natürlich in Zukunft sehr viel für diese Frauen, damit die eben wieder Fuß fassen können. Sie planen ja auch einen großen Gewaltschutzgipfel. Wie wird der ausschauen? 28. März ist schon angesetzt und da wird eben auch dieses Budget von 500.000 Euro plus vorgestellt werden. Und Sie sitzen nicht alleine auf diesem Gipfel, Sie haben sich prominente Unterstützung aus sämtlichen Bundesländern geholt. Können Sie ein bisschen was erzählen, was Sie da planen? Das mache ich sehr gerne. Ich freue mich nämlich unglaublich auf diesen Gewaltschutzgipfel, weil wir nämlich über die Parteigrenzen hinweg, über die Ideologien hinweg, treffe ich mich mit allen Rätinnen, die für die Frauen zuständig sind, von allen Bundesländern. Und da werden wir genau diese Sachen thematisieren. Wir werden über die bundeslandübergreifenden Frauenhausplätze sprechen. Wir werden über die Schaffung von den Übergangswohnungen sprechen. Und es gibt in 4 Bundesländern noch keine Beratungsstellen für Frauen oder keinen Notruf für Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Und da sehe ich mich gefordert. Und das kann ich nur gemeinsam mit den Landesrätinnen über die Bundeslandgrenzen hinweg schaffen. Aber was sind die Ideen, die Sie für die Prävention haben? Weil wenn es einmal so weit ist, dass eine Frau ins Frauenhaus muss, dann ist die Situation eigentlich schon so dramatisch gewesen, dass das Schlimmste bereits hinter ihr liegt in den meisten Fällen. Muss man nicht eigentlich schon viel früher ansetzen? Könnte man nicht irgendwie die Strafen verstärken, um da irgendwie die Täter abzuschrecken von solchen Handlungen? Müsste man nicht eher beginnen, irgendetwas zu tun, um die Frauen überhaupt vor Gewalt zu bewahren, bevor sie passiert und nicht erst nachdem sie passiert ist? Da bin ich ganz bei Ihnen und deshalb auch diese Maßnahme in der Schule mit dem Unterricht über gewaltfreie Beziehung. Wir müssen bei den Kindern ansetzen. Ja? Viele Kinder, die aus Gewaltbeziehungen kommen, die Gewalt erlebt haben, werden dann ja wieder oft zu Tätern oder zu Opfern. Ja? Und ich denke, umso früher wir da bei den Kindern ansetzen, bei den Jugendlichen, ja? Da haben wir zum Beispiel auch ganz viele Maßnahmen, was Hass im Netz angeht. Ich sage immer, das, was in der echten Welt nicht erlaubt ist, ja, das darf auch im Netz nicht erlaubt sein. Und da verschwimmen aber oft diese Grenzen. Und da tun wir auch ganz viel in meinem Ministerium, weil wir einfach sagen, wir müssen den Jugendlichen hier mehr Informationen zukommen lassen. Wir machen Workshops für sie über Safer Internet. Wir haben die Medien-Jugend-Info. Also in diese Richtung wird ganz viel getan, um aufzuzeigen, wo fängt Gewalt an, wo fängt Diskriminierung an. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das Argument bringt, was ich jetzt gleich bringen werde und wenn man sagt, kulturelle Unterschiede in den Familien. Es ist oftmals so, dass insbesondere Familien mit einem Migrationshintergrund, Familien, die aus sehr stark patriarchalisch geprägten Strukturen nach Österreich kommen, sich nicht ganz einfinden in diese Gleichberechtigkeitsrolle, die wir hier doch anstreben. Sehen Sie das als Problem, dass der große Migrationsanteil durchaus problematisch sein könnte bei der Umsetzung von Gleichberechtigung innerhalb der Familie und respektvollerem Umgang eben nicht mit Gewalttätigen? Auch da setzen wir an in der Schule. Ja. Wir setzen ja überhaupt schon im Kindergarten an. Ja. Wir haben hier einen Wertekatalog ausgegeben bei der letzten 15a-Vereinbarung, wie wir den Ausbau der Kinderbetreuung gemeinsam mit den Bundesländern beschlossen haben. Darum geht es nämlich. Wenn ich nach Österreich komme, dann muss ich mich auch mit der Kultur vertraut machen, mit den Werten vertraut machen. Ich muss wissen, wie leben hier
wie leben wir hier miteinander und ich muss mich anpassen. Ja? Und auch hier, umso früher wir ansetzen, umso besser ist es. Darf ich mal ein bisschen persönlicher fragen? Man kennt Sie jetzt als Politikerin, immer straight raus, immer sehr direkt, immer sehr klar. Aber wie geht es Ihnen denn als Frau, wenn Sie zu Hause sitzen, die Nachrichten sehen und hören schon wieder einen Frauenmord? Wie ist es dann, wenn die Ministerin einmal im Büro bleibt und dann wirklich Juliane Bogner-Strauß zu Hause vom Fernseher sitzt und ich denke, Halleluja, schon wieder, was soll ich nur machen, was soll ich nur tun? Wie geht es Ihnen damit? Gab es einen Fall, wo Sie gesagt haben, da war ich persönlich wirklich betroffen, das hat mir schon irgendwie auch mal die Gänsehaut über den Rücken gejagt und da habe ich mich gefragt, in welcher Gesellschaft sind wir heute angekommen, dass Frauenmorde auf einmal zur Tagesordnung gehören? Also ich glaube, es gab heuer ganz viele Fälle, wo ich wirklich extremst betroffen war. Ich meine, jeder Fall macht betroffen. Aber die junge Mutter, die auf diesem Parkplatz ermordet worden ist, erstochen, muss man wirklich hier sagen, wir machen das Thema immer etwas runter, weil wir immer sagen, es sind Beziehungsmorde. Ja? Mhm. Im Grunde genommen sind es einfach Morde. Frauen werden hier kaltblütig ermordet. Und ganz schlimm betroffen macht es mich, wenn da auch noch Kinder im Spiel sind, die dann ihre Mütter verlieren. Mhm. Auf jeden Fall großer Handlungsbedarf, der da besteht. Oftmals ist ja auch in sozial schwachen Familien das Thema Gewalt ein sehr, sehr großes. Da ist natürlich die Frustration extrem hoch. Die Emotionen kochen vielleicht leichter über als in Familien, wo gewisse Dinge auch finanziell leichter zu regeln sind. Da kommen wir jetzt auf das Stichwort Teilzeitarbeit zu, denn Teilzeitarbeit ist oftmals der Beginn, wo die Armutsfalle aufgeht. Gibt es da irgendetwas, was Sie sich überlegt haben, wo Sie sagen, naja, gerade Teilzeitarbeit muss für Mütter irgendwie sich wirklich rentieren, muss sich auszahlen, darf Mütter nicht in die Armut treiben? Was haben Sie sich da überlegt, weil da gehört irgendwas getan? Wir wissen ja ganz genau, dass die wirtschaftliche Abhängigkeit und dieser Machtunterschied oft zu dieser Gewalt führt, Sie haben es gesagt. Und deshalb versuche ich, Frauen zu sensibilisieren. Ja? In Österreich ist es einfach gesellschaftlich tradiert und das ist bei Familien, die zuwandern, oft noch viel stärker, dass die Frauen gar nicht arbeiten gehen. Bei uns in Österreich gehen Frauen dann oft wenig arbeiten, nachdem das erste Kind kommt, bleiben sehr, sehr lange in Teilzeit zu Hause. Teilzeit kann ein Lebensphasenkonzept sein, ja, auch wenn man viele Stunden in Teilzeit arbeitet, ich sage jetzt 30 Stunden, dann ist das in Ordnung, ja. Aber viele Frauen arbeiten 10 Stunden, 12 Stunden und denken viel zu wenig darüber nach, was das für eine Lawine auslöst. Löst, ja. Die haben dann eben verdienen zu wenig, die können eigentlich nicht einfach sagen, es reicht mir jetzt, ich gehe, ja. Ich will in dieser Beziehung nicht mehr leben, ja. Ich befreie mich und vor allem ist es auch ein großes Drama wirklich für die Pension, wenn man so lange Teilzeit und so wenige Stunden arbeitet. Wir haben 40% Unterschied. 50% der Frauen bekommen eine Pension, die nah an der Armutsgrenze ist. Und das darf es nicht sein für die Zukunft. Und da fühle ich mich gefordert. Wir haben natürlich die Kinderbetreuung gut ausgebaut in den letzten 10 Jahren. Wir bauen sie auch weiterhin aus. Aber man muss sagen, leider hat das nicht dazu geführt, dass die Frauen mehr arbeiten. Ja? Ganz im Gegenteil, in den letzten 10 Jahren hat man von den Zahlen her gesehen, dass weniger Frauen Vollzeit arbeiten. Mhm. Natürlich arbeiten mehr Frauen in Teilzeit, aber eben so wenige Stunden, dass sie alleine nicht leben könnten. Mhm. Spielen Sie da schon so ein bisschen an auf die Diskussion um die Gratis-Kindergärten, Stichwort Oberösterreich, die dort wieder abgeschafft worden sind. Gratis-Kinderbetreuung ist ja immer wieder etwas, was man Ihnen vorwirft, dass Sie das nicht umsetzen. Ja, oder nicht umsetzen wollen. Warum wollen Sie es nicht umsetzen? Aufgrund dieser Dinge, die Sie gerade erzählt haben? Oder ist es doch eine finanzielle Frage, dass es sich einfach nicht budgetmäßig ausgeht? Das Budget für die Kindergärten ist ganz klar in der Länderverantwortung. Was wir als Bund machen, wir leisten Anschubfinanzierung, die wir auch wieder erhöht haben voriges Jahr. Aber wie es heißt Anschubfinanzierung? Ja? Also die Länder sind selbstverantwortlich, ob sie einen Gratis-Kindergarten machen oder ob sie was verlangen. Aber man muss ganz klar sagen, es ist in allen Bundesländern so geregelt, dass die Kindergartenkosten gestaffelt sind. Mhm. Sprich, verdiene ich wenig, zahle ich wahrscheinlich gar nichts für den Kindergarten. Sogar die Essenskosten sind reduziert und ab einem gewissen Gehalt zahle ich dann erst den Vollbeitrag im Kindergarten. Es muss jedes Land für sich regeln, aber wir müssen natürlich aufpassen. Manchmal erzählen mir Frauen, sie arbeiten auch deshalb nicht mehr, weil wenn sie jetzt ein paar Stunden mehr arbeiten, dann müssten sie den Vollbeitrag für den Kindergarten leisten. Aber da muss ich auch gleich immer sagen, Einspruch, ja, weil man zahlt 2 oder 3 Jahre für den Kindergarten vielleicht einen Beitrag, aber arbeitet viel weniger und das wirkt sich dann aber über Jahrzehnte
in der Pension negativ aus. Also ich bin schon der Meinung, dass man auch arbeiten gehen sollte, um einen Teil des Gehalts für den Kindergarten auszugeben, weil man dann einfach die Chance hat, auch einen besseren Karriereweg einzuschlagen und eben fürs Alter vorzusorgen. Sie haben gerade gesagt, Sie sehen das schon so, dass man für die Kinderbetreuung was zahlen sollte. Sie haben auch im Interview mit Barbara Haas von der Wienerin gesagt, Kinderbetreuung kostet halt, also gute Kinderbetreuung kostet halt. Da darf ich jetzt ganz direkt mal fragen, ist das nicht ein bisschen abgehoben, diese Meinung? Weil Sie haben ein gutes Einkommen, Sie können es sich leisten, Sie haben eine tolle Familie, die Sie unterstützt, Sie können sogar auf eine Nanny verzichten, weil Sie ein super Netzwerk zu Hause in der Steiermark haben, das Ihnen ermöglicht, trotz Ihrer drei Kinder irgendwie Politik zu betreiben, wirklich rund um die Uhr quasi, ohne dass der eine Job leidet oder die Familie leidet, sind Sie dann nicht einfach besonders gesegnet und haben vielleicht irgendwie gar nicht den Zugang, wenn es jetzt eine alleinerziehende Mutter ist, die jeden Tag ums nackte Überleben kämpfen muss? Ich weiß, ich werde oft in diese Ecke gestellt, aber ich möchte hier noch einmal darauf zurückkommen, dass ich auch, wie ich mein Doktorat auf der Uni gemacht habe und dann als junge Universitätsassistentin angefangen habe, auch sehr, sehr wenig verdient habe. Ja? Und mir die Frage natürlich auch gestellt habe, zahlt es sich jetzt aus, überhaupt arbeiten zu gehen oder zahle ich damit nur die Kinderbetreuung? Mhm. Und ich habe mich für den Weg entschieden, für die Kinderbetreuung Geld auszugeben und dafür wieder besser in meinen Job hineinzukommen. Ja? Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die man schon für sich auch treffen muss. Aber ich möchte eben darauf hinweisen, wir versuchen, die Kinderbetreuung auszubauen. Es gibt eben die sozial gestaffelten Beiträge. Es gibt einige Bundesländer, wo der Vormittag zumindest gratis ist und andere Bundesländer staffeln es eben. Ich glaube, es gibt Lösungen. Ja. Also ich möchte mal darauf hinweisen, dass Österreich zum Beispiel 10% vom gesamten Bundesbudget für Familienleistungen ausgibt. Also wir stehen da in Europa wirklich ganz toll da. Wir stehen in Europa toll da. Ja. Viele Österreicher wünschen sich trotzdem irgendwie, dass die Frauen auch innerhalb von Österreich gestärkt werden. Da kommt dann immer die Quotenregelung ins Spiel. Sie sind kein Anhänger davon, von der Quotenregelung? Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Man sieht natürlich, dass in gewissen Bereichen die Quote wirkt. Ich möchte mich ja auch selbst hier als Quotenfrau outen. Ja. Ich war auf der Technischen Universität. Wir hatten ein Programm Frauen in die Technik. Auch in Universitätsgremien gibt es eine Quote. Wir haben jetzt die Quote im Aufsichtsrat mit 01.01.2018 in börsennotierten und großen Unternehmen eingeführt. Auch die wirkt. Ja. Wir sind von 18 auf fast 23% gestiegen. EU-weit wird die Women on Boards-Richtlinie diskutiert. Da geht es auch um den Prozentsatz an Frauen im Aufsichtsrat und im Vorstand. Aber, ja, und das sage ich immer, wir wissen ja gerade, wenn wir auf die Universitäten oder in die Lehrlingsabschlüsse schauen, in den technischen Bereichen haben wir teilweise sehr wenige Frauen, die einen Abschluss machen. Mechatronik, Maschinenbau, da liegen wir bei 10%. Ja? Und da habe ich ein Problem mit einer starren Quote. Ja, ich kann nicht eine starre Quote über einen Automotive-Betrieb drüberlegen, wenn ich einfach die Abgängerinnen nicht habe. Glauben Sie, dass man vielleicht schon in der Kindererziehung anfangen muss, dass Frauen neue Role Models vorgibt oder so? Ist das was, wo Sie sagen, da bin ich absolut dafür? Oder sollten wir vielleicht auch konservativ bleiben und es ist halt so, dass Mädchen gerne rosa mögen? Ich glaube es nur nicht, ich bin mir ganz sicher. Aber ich sage, rosa schließt ja nicht aus, dass ich jetzt aufgeschlossen und gleichberechtigt erziehe. Ja? Also wir haben ein Mädchen und zwei Jungs zu Hause und ich versuche das natürlich ungemein, meine Tochter darin zu bestärken, dass sie jetzt ihrem kleinen Bruder nicht hilft beim Zusammenräumen, dass sie als starkes Mädchen auftritt. Sie ist ziemlich gut in Mathematik, ja? Und das wird auch noch von uns natürlich gefördert. Sie hat zwar ein bisschen die Ansicht, naja, Mama, Mathematik kann ich eh schon, ich mache dann doch lieber vielleicht was anderes, aber genau das ist das Thema. Wir brauchen Role Models, ja. Wir brauchen Frauen, die sich hinstellen und sagen, das funktioniert. Ich war heute in einer HTL in Linz, da gibt es 35% Mädchen, ja. Die haben ein total tolles Konzept, die haben Schnuppertage im Sommer, da können die Mädchen von der dritten und von der vierten Unterstufe kommen und hier ein paar Tage verbringen und einmal reinschauen. Und deswegen haben die auch so einen großartigen Erfolg. Und last but not least muss man einfach sagen,
das sind die Branchen der Zukunft. Das sind unsere Zukunftsberufe. Da wissen wir, es wird sie geben, IT, Technologie, Naturwissenschaften. Und dahingehend müssen wir Mädchen fördern. Wir haben jetzt die MINT-Ecken in den neuen Kindergärten eingerichtet. Ja? Aber man weiß von großen Studien, es gibt drei Herausforderungen. Die größte Herausforderung sind die Eltern. Ja? Und wir müssen da den Eltern schon mit auf den Weg geben, dass sie die Kinder hier wirklich so erziehen, dass es keine Unterschiede gibt. 50% weniger Taschengeld für Mädchen laut einer Studie. Ich meine, das darf es doch im Jahr 2019 nicht mehr geben. Da wundert man sich dann auch nicht, wenn im aktuellen Umfragen, wir legen das auch Frauen, wenn Frauen gefragt werden, sagen, wir sind immer noch nicht gleichberechtigt. Ich glaube, aktuell sind es 64% der Frauen, sagen, nein, wir sind nicht gleichberechtigt. Und etwas steht da auch noch in Österreich an, nämlich der Zeitpunkt, wo wir endlich mal eine weibliche Bundespräsidentin kriegen. An was hat es gelegen, dass es noch nicht so weit war? Ich bin da jetzt niemand, der das genau analysieren konnte. Ja, ich gehöre nicht zu diesen Wissenschaftlern. Ich glaube, es war ja eigentlich relativ knapp, sagen wir es mal so. Und ich glaube, ich bin da bei den Österreicherinnen und Österreichern. Ich finde auch, dass es Zeit wird. Ja. Es gibt ja schon viele Vorzeigeländer. Island hat sehr früh eine Premierministerin gehabt, Großbritannien. Ja. Und man weiß ja auch, wenn eine Frau ein Land anführt, dass das Land nicht zusammenbricht. Ja. Also die Auswirkungen sind meistens positiv. Frauen haben auch teilweise eine andere Denke, ja, wenn man jetzt an Kriege denkt oder dergleichen. Ich glaube, das würden Frauen anders handhaben. Man sagt ja immer, wenn alle Länder von Frauen geführt werden würden, würde es wahrscheinlich keinen Krieg mehr geben. Also ja, es wird durchaus Zeit für mehr Frauen in der Politik. Also da widerspreche ich jetzt definitiv nicht. In dem Sinne darf ich mich herzlich bedanken, dass Sie sich heute am Weltfrauentag die Zeit genommen haben. Bei uns im Studio waren Sie mit uns so offen darüber gesprochen. Das, was Sie sich für die Frauen wünschen. Abschließend allerletzte Frage. Was macht für Sie denn eine starke Frau aus? Drei Schlagworte vielleicht, wo Sie sagen, das ist für mich eine richtig starke Frau. Mut, Selbstbewusstsein und auch mal auf den Tisch schauen können. Und genau diese drei Eigenschaften, die hat jetzt auch unser nächster Gast, Petra Steger, die EU-Kandidatin der FPÖ, ist gleich bei uns zu Gast und erklärt uns, wie sie die EU-Wahl gewinnen will und vor allen Dingen, wie sie dann wirklich in Brüssel für Österreich aufräumt, was ihre großen Vorhaben sind und wie groß ihre Chancen sind oder eben auch nicht sind, diese Wahl zu gewinnen und mit dem Harald Wilimski nach Brüssel zu ziehen. Also gleich ist sie da, Petra Steger von der FPÖ. Nochmal herzlichen Dank, Juliane Bogner-Strauß. Einen schönen Weltfrauentag noch. Dankeschön. Und ja, wir freuen uns, nach der Werbung geht's gleich weiter. Bleiben Sie dran.